Boah, leck. Das Motorblatt leicht aufgegangen. So als Absatz war da drin. Und natürlich schon wieder die tollen Stadtwerkskinder überall. Aber der miteinander. Heute möchte ich mal direkt vom Meer aus starten. Ich bin immer noch auf der Insel Elba und ich habe mir das Ziel genommen, ich möchte heute mal ein bisschen ruppigere Strecken fahren. Und ich habe auf Trail Forks gesehen, dass es bei La Conella recht gute Downhill Tracks geben soll, mit schwarz gekennzeichnet, und den möchte ich mir anschauen. Und La Conella liegt im Süden von Elba und ja, da ist das Meer, da ist eine Halbinsel und dort hinten ist der Monte Tampone und da möchte ich jetzt dann nachfahren. Und da schaue ich mir jetzt die Trails an. Aber jetzt heißt es erst einmal ab auf die Trails zum Start. So, ich bin froh, dass ich losgekommen bin. Denn ich schaffe es natürlich immer zur Mittagszeit, wenn es natürlich am heißesten ist. Schon wieder 30 Grad hier am Start. Deswegen freue ich mich schon wieder voll auf den Fahrtwind. Und jetzt geht es erst einmal weg vom Campingplatz, ab auf die Straße, ein bisschen Strecke aufnehmen, um zu den Trails zu gelangen. Ja. So, und da haben wir schon am Start. Da geht es jetzt on the road, hier die feine Hauptstraße. Ab geht's, Fahrtwind aufnehmen. Oh, oh. Ja, es ist nicht gerade die mountainbike-freundlichste Auffahrt, was zumindest den Lärm und halt Straße angeht, aber das ist ideal. Also einfach uphill, die Straße hoch, da spart man auch ein bisschen Akku. Und ist trotzdem am schnellsten. So, in direkter Front vor mir ist ein Monte Campone. Knappe 400 Höhenmeter hoch. Und ja, wir haben bekanntlich auf Null. Das heißt, da hat man einmal freie Abfahrten. Also da erwarten wir jetzt schon coole Trails. Das ist ein ganzes Gebiet. Ich denke mal, dass es so da zwei, drei Trails gibt, die ganz interessant sind, wo ich gesehen habe. Ja, da haben die ganzen Biker unterwegs. Servus. So, jetzt können wir die Straße verlassen. Da geht's rein. Ich glaube, das war jetzt ein guter Transfer für die ganze Geschichte. 5 Kilometer und 150 Höhenmeter. Einfach mal kurz auf der Straße und jetzt direkt zum Monte Campone hoch. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Auf sauberne Tracks. Cheap Tracks. Da kann man schärfer zirkeln. Man wird natürlich ständig belohnt für den geilen Blick da. Das spornt wirklich an. Das ist sehr geil. Das ist Anspornen, ja. Man kann es einfach gut gelaufen, wenn man da drauf verzeckt. Das ist wirklich geil. Und immer mit den Hintergedanken, ja, später springen wir da noch rein ins Meer. Absolut mega. Zeigt sich gut auf wie der Weg da. Also echt easy zum Fahren. Ist nichts groß. Da ist nichts mit Schatten. Also da geht ständig hier so hoch. Vielleicht einmal ein, zwei kleine Flecken. Aber jetzt bin ich nämlich schon fast gleich oben. Ich denke, jetzt dann geht es erst hinein in den Wald. Aber aktuell volle Bestrahlung. Was geht? Jep, jep, jep. Da ist Ziel. Sind wir oben. Tja, geil, das war echt jetzt ein Witz eigentlich. Geil, 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 hey. Stark. Klar, das waren jetzt lediglich 300 Höhenmeter, aber das ist eigentlich genau genial, weil jetzt hier oben angelangt, da geht es auf Marino di Campo, da ist der höchste Berg von Elba und wir kommen da von La Cona. Das heißt Rundumblick und geil, da kann man halt immer wieder rauffahren, jetzt mit 300 Höhenmeter. Und ich würde jetzt einmal den ersten Trail mir anschauen, der geht hier Richtung Marino di Campo runter. Und ja, da haben wir die ersten Biker. Da bin ich genau richtig. Bis gleich. So, let's fetz. Erster Downhill bei La Cona. Wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Ich bin für alles offen. Ich denke, es wird wieder gemischt werden. Aber ich hoffe, dass echt ein cooler Enduro-Trail wird. Ansonsten, das hat ja auch schon hier leichten Enduro-Charakter. Beziehungsweise ein normaler Mountainbike-Charakter mit Meerblick. So,
da muss ich noch mal kurz halten, das muss ich noch mal kurz anschauen. Jawohl, das heißt, da geht's runter. Ja, das schauen wir so an. Okay, jetzt haben wir soweit. Jetzt wird steinig und geröllig. Immer wieder stehen auch die Pflanzen links und rechts ein. Ja, jetzt kriegt es den Charakter, den da man sich hingestellt hat. Boah, leck. Das Motorblatt leicht aufgegangen. So ein Absatz war da drin. Ja. Und natürlich schon wieder die tollen Schaltwerkskiller überall. Wow. Und überall die leichten Dornen links und rechts. Das ist natürlich etwas unangenehm. Oh ja, was ist jetzt das? Okay. Was Sauerei. Da ist bei Los angefragt. Stark. Ah, und da noch wieder. Ständig die Begleiter. Also hat echt schon alle Erwartungen erfüllt. Der Trail, wie alle da haben, mit Schwarz gekennzeichnet. Als Downhill Trails. Und genau den Charakter haben sie. Ich muss es schon leicht machen. Und vorsichtig, weil ich möchte auch, dass nichts passiert. Wir wollen hier alles auf dem Rad. Ja, zum Einfahren doch genau das Richtige. Gleich das Ruppigste, was geht. Sauber. Jo. Stark. So muss Enduro, so muss Downhill. Staubtrocken, steinig, rutschig durch das Trockene, steil, technisch und mit Meerblick. Also geil. Feine Geschichte für den ersten Downhill. So lassen wir das eingehen. Dann kann man sich halt natürlich wieder entspannen. Ein bisschen auf die Überbrückungswege, die Landschaft genießen. Und jetzt starten wir wieder direkt hoch. Ich möchte nochmal rauf und direkt jetzt an die Spitze zum Monte Tampone. Weil gerade waren wir noch kurz unterhalb. Und dann geht's ab in den nächsten Trail. Also wenn es so weitergeht, Hut ab, hey. Geile Geschichte. So, ich gönne mir jetzt den EMTB-Modus. Denn jetzt geht's in Enduro Uphill. Und das wird jetzt genauso technisch herausfordern, weil es gerade bergunter war. Dann machen wir den Videotritt hoch. Aber machbar, es ist gerade da. Der Sand rutscht zwar, aber wenn es bei solchen Stücken bleibt, geil. Ich kann es bloß immer wieder sagen. Also soll nur einmal wer sagen, E-Biken ist ja nicht anstrengend. Aber wenn man halt mit dem E-Bike, ja genau, oh shit, ah, Dornenbusch, ah, wenn man auch genau solche Stücke sucht, boah, lecker mir, da ist schon Technik gefragt, das ist schon brutal. Aber auf die Steine geht's halt, auf die Steine hat man Grip, Sand ist lose, rutschig, huha. Also was man da echt hervorheben muss, ist wirklich der Extended Boost Mode vom Bosch CX Motor im MTB. Genau auf den Stücken, boah, das ist genau nochmal das bisschen Nachschieben, was er braucht. Ja, da kann man kurz das Treten aufhören, dann kommt man dann rauf. Das ist nicht schlecht, das funktioniert gut. Nicht so lang so. Jetzt muss ich aber gleich drum sein. Yep. Geschafft.
Eigentlich hätte ich es jetzt schon. Ich habe meine mega geile Downhill gehabt und einen absolut krassen Uphill. Also eigentlich war ich durch. Wow. Aber ein bisschen möchte ich noch fahren. Bis hierher war es schon der absolute Wahnsinn, was die Uphills anbelangt und die Downhills natürlich auch. Und ob die Trails, gerade im Downhill, noch spektakulärer werden können, das seht ihr dann im zweiten Teil des Videos. Seid gespannt drauf und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, ciao dabei, servus, Gerry. Ja.